Ja, guck mal, ihr kriegt zwar eine Villa, aber theoretisch, guck mal, ihr könntet sogar im Himmel, ihr könntet sogar eine Holzhütte bekommen. Stellt euch vor, ihr fühlt euch unendlich geil. Also das, darauf kommt es ja an eigentlich, oder? Also wir kaufen uns auch ja nur Sachen, damit die uns satisfyen. So, stellt euch aber vor, ihr seid auf ewig satisfied. Nichts kann euch mehr. Boah, krass. Das ist krass. Ihr Glaube ist zu stark Glauben. Und wenn ihr euren Glauben ganz stark habt, dann wisst ihr immer mehr, was ist echt, was ist falsch, wer ist echt, wer ist falsch. Danke dir, Ex-Moslem. Yes, Sir. Wie geht's dir, Bro? Hier Variante reingegangen, die geboren wurde von Menschen. Deswegen ist er der Menschensohn, aber er ist Gott, der Mensch geworden ist. Weißt du, was ich meine? Stimmt nicht. Ahnungslosigkeit, also doch, das stimmt auf jeden Fall. Jesus war mit Maria Magdalena verheiratet. Also ich habe doch gerade von dem Vater erzählt. Von dem Vater. Es gibt auch Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater hatte keine Frau. Ja, also das ist nicht völlig Ahnungslosigkeit, wenn du das falsch verstehst. Ja, Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich rede, dass der Vater keine Frau hatte, ja. Das heißt, es ist trotzdem sein Sohn. Wie ist es dann sein Sohn, wenn der Vater keine Frau hatte? Es ist der Menschensohn, von den Menschen erschaffen, ja? Aber es ist Gott, der Mensch geworden ist. Kommt schon. Aber Gott kann nicht sterben. Ja, guck mal, Jumana, ich meine das jetzt nicht böse, ne? Aber wer bist du, dass du Gott sagst, was er kann und nicht? Gott kann alles. Deswegen heißt er doch der Allmächtige. Sorry. Liebe nur an dich, aber wie kannst du denn bestimmen, was Gott kann und was er nicht kann? Was Gott kann, das liegt außerhalb von unserer Vorstellung überhaupt, wozu der möglich ist. Und dann sagst du mir, er kann das nicht? Er kann nicht mal ein Mensch werden? Boah, was der alles kann! Wenn ihr alles auf dieser Welt gesehen habt, ja, er kann noch mehr. Boah, das ist deep. Wenn ihr ein Engel seid, ja, ihr checkt nicht mal Gott. Das ist krass. Ich habe Informationen von Menschen, die das studieren. Ja, was studieren die denn? Also wer Theologie, was weiß ich, studiert und nicht weiß, dass Jesus Gott ist, der muss dringendst aufwachen. Ja? Der muss dringendst aufwachen. Jeder wiedergeborene Christ wird mir da zustimmen. Was studieren die denn? Theologie? Deswegen, also vertraut nicht den falschen Propheten auch in der Kirche. Ja, meine Kirche, ihr kennt ja die Geschichte, die sagt, Gott ist eine Frau. Ja, also die stellen sich ganz klar gegen die Bibel und richten die Bibel so, wie ihnen das gerade gefällt. Ja, nee, Gott, Jesus ist nicht Gott. Dies ist so, das ist so. Ja, ihr dürft das nicht so biegen, wie ihr wollt. Die Bibel ist die Bibel, daran halten wir uns. Ja, und jeder, der, du kannst ein Pfarrer sein mit irgendwelchen grauen Haaren auf deinem Kopf. Wenn du eine Regenbogenflagge vor deiner Kirche aufhängst, dann werde ich da nicht reingehen und auch nicht auf dich hören. So einfach ist das. Das ist nämlich ein falscher Prophet, das ist nicht biblisch. Das ist nicht biblisch. Also satanic. Satanic ist das. Okay. Jesus selber sagt in einem Vers, ich danke für meine Schafe und bete zu dem Herrn. Er betet zu dem Vater, ja, weil er gerade in der menschlichen Position ist, in der er sich gerade auf der Erde befindet. Jesus kann nicht in der Spirit-Form, der Vater kann nicht in der Spirit-Form auf der Erde sein, weil er auch in der Bibel steht, dass wir ihn niemals gesehen haben, den Vater. Ja, es wäre auch zu viel für uns, den wahrhaftigen Gott zu sehen. Ja, er ist so komplex, das wäre zu viel für einen Menschen, ihn überhaupt anzublicken. Ja, so, und die Spirit-Welt generell sehen wir ja sowieso nicht. Wir sehen ja auch keine Dämonen, ja, außer du träumst oder so. Ja, deswegen hat Gott das so gestaltet, dass der in diese menschliche Form gegangen ist. Ja, und was hat er gemacht? Was hat er in dieser menschlichen Form gemacht? Er hat gelehrt. Ja, wie man sich verhalten soll. Ihr sollt Nächstenliebe machen. Ihr sollt beten. Ja, er hat das gezeigt. Er war doch ein Wanderprediger. Ne?
So, hier, wenn euer Feind euch schlägt, ja, haltet andere Wange hin. Er wollte den Menschen als Gott in menschlicher Form nahebringen, was ist göttlich? Was bringt dich zu mir? Was ist richtig? Weil ihr wisst nicht, was richtig ist. Nur Gott weiß das. Yes, sir. Deswegen hat ja auch die römisch-katholische Kirche ihn getötet. Was auch immer das mit dem Thema zu tun hat, also Kirchen jucken mich nicht. So, Kirchen sind cool, aber eine Kirche, die Jesus tötet oder sonst irgendjemand tötet, ist keine richtige Kirche. No cap. Ja, Sir, danke für die ganzen Likes, Ex-Muslim. Natürlich habe ich Ahnung von der ganzen Geschichte. Das ist biblisch. Das ist biblisch. Hast du die Bibel gelesen? Genau das ist biblisch. Das kann ja auch jeder bestätigen, ja, der die Trinität verstanden hat. Ja, jeder kann dir das bestätigen, der eine Wiedergeburt hat, was wirklich wahr ist. Ja, natürlich, jeder Mensch macht Fehler so. Korrigiert mich da auch gerne, aber sorry, du kannst nicht sagen, irgendwie, Jesus ist nicht Gott, so, das ist Verleugnung. Und was deine Leute, die das sogar studieren, dir erzählen, also da sieht man ja auch wieder, liebe Leute, ja, dass ein Studium echt manchmal ein Scheißwert ist. Sorry, ich muss echt so hart sagen. Wenn in einem Studium, wo es um diese Thematik geht, ja, das ist krass, nicht mal gesagt wird, die Wahrheit, ne? Wo sind wir gelandet, Digga? Sind wir ehrlich? Filtern. Ja, man filtert ja auch die Bibel. Ne? Das ist ja Gottes Wort. Wir werden nie vollkommen. Wir können gerade mal nur so diesen Hauch von Gottes Vollkommenheit nachahmen. Ja? Nachahmen. Also ich werde diesen, das ist auch nochmal Bild. Ich gehe diesen Weg als Christ. Aber was sind wir Christen? Wir machen einen Hauch davon sogar, obwohl wir uns versuchen, richtig zu verhalten, was eigentlich richtig ist. Ja? Aber es geht nicht so, dass du richtig bist. Es geht um die Positionierung und dass du glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Ja? Damit das nicht mehr auf deinen unwissenden Schultern lastet. Amen! Dass du im Himmel bist, dass es keine Sorgen mehr gibt. Ja, dass es keinen Herzbruch mehr gibt. Ja, dass du keine Schmerzen hast, keine Krankheiten hast, ja, und dass du nicht mehr sündigst, ne, ein sehr wichtiger Punkt. Und wenn du gesündigt hast, ja, wenn du gesündigt hast, wie willst du in ein vollkommenes Reich kommen, ohne dass dich jemand säubert? So, dazu muss sich jemand säubern. Wenn du einmal gelogen hast, dann gibt's keinen Himmel für dich. Wenn du jemanden getötet hast, dann gibt es keinen Himmel für dich, weil im Himmel wird dich getötet. Da gibt es nur pure Liebe. Ja, also irgendjemand wird das auf sich nehmen. Ja, er gesagt, hat es schon auf sich genommen. Deswegen müssen wir auf diese Tat vertrauen, dass das jemand auf sich genommen hat. Gott war das persönlich. Ja, und dann sind wir gesaved. Dann sind wir gesaved. Dann kann fast nichts mehr passieren, außer ihr fallt vom Glauben ab wieder, weil die Dämonen euch das einreden. Oder ja, da streiten sich die Geister, aber wenn ihr den Heiligen Geist, den Holy Spirit spottet, ja, also wenn ihr sagt, das, was Jesus gemacht hat, das stimmt, ja, das, was er hat Leute geheilt, aber das trotzdem verleugnet, ja, und trotzdem sagt, Quatsch, so Quatsch, ne, das wird nicht vergeben. Da wird aber diskutiert, ob das nur früher so war, dass das nicht vergeben wird, weil damals gab es ja Leute, die das live gesehen haben, wie Jesus Blinde geheilt hat und so, ja. Und dann kamen die Neider, die ganzen Römer, was weiß ich. So geht das nicht. So geht das nicht. Ja, nicht heilen, dies, das. Hast du überhaupt Autorität? Wer bist du überhaupt? Ja, haben das gesehen, haben das trotzdem verleugnet. Du brichst das Gesetz Mose. Ich bin das Gesetz Mose. Wow, Jesus redet immer deep. Okay. Es geht nicht darum, dass ich denke, dass es Quatsch ist und ich möchte das wahrhaftig verstehen. Safe, Jumana, deswegen rede ich mit dir. Auf jeden Fall, ich küsse dein Herz. Ja, was kann man sich da am besten noch privat mit beschäftigen? Das empfehle ich den Leuten auch nochmal so. Google, was eine Wiedergeburt ist. Google, ob Jesus Gott ist. Ja, du wirst eine sehr definierte Erklärung bekommen. Ich habe das jetzt eigentlich schon sehr genau erklärt. Da wird aber auch nochmal so auf Bibelstellen und sowas eingegangen. Kannst du gerne alles angucken. Und Jesus ist auf jeden Fall Gott, ja. Und zum Beispiel auch Muslime sagen immer, wo ist Jesus Gott? Zeig mir das. So, Muslime, ihr glaubt nicht an die Bibel. Warum wollt ihr das die ganze Zeit wissen, frage ich mich da. Ne? Deswegen entweder man glaubt dran, man lässt die Sache an sich ran oder nicht.
Ja, danke für die Komplimente. Ich küsse euer Herz. So, und ja, Jesus ist tatsächlich Gott. Ne? Jetzt bist du aber in so einem Standpunkt, du glaubst noch nicht. Deswegen, ich kann nicht zu dir sagen, ey, du bist irgendwie, was laberst du oder so. Ne? Ich sage zu dir, okay, du bist noch in einem anderen Gedankengang, wo du das nicht glaubst, ja, sondern dass es Gottes Sohn ist. Deswegen bitte ich dich, den Plot-Twist dahinter versuchen zu verstehen. Ja, weil so steht es auch geschrieben, ja. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist das Wort Gottes. Jesus ist Gott, der Fleisch geworden ist und Blut und Mensch. Ja, der Sohn von ihm. Gott, der Vater hat keine Frau. Es gibt nur den Vater. Der Vater hat keine Frau. Aber er hat einen Sohn. Also ist der Menschensohn, der durch Menschen erzeugt worden ist. Natürlich, so kommt man auf die Welt. So bin ich auch auf die Welt gekommen. Durch Menschen. Ich bin auch ein Menschensohn. Ja, ich bin aber nicht Gott. Ja, Jesus ist der Menschensohn, Fleisch, Blut und sowas. Ja, und Gott persönlich. 100% Mensch, 100% Gott. Yay! Amen! Ja. Und ich sag mal so, ne, natürlich gibt's dann die Leute, die erst gar nicht an die Bibel glauben. Die sagen ja so oder so, das ist Quatsch. Ja, aber Leute, die an die Bibel glauben, da gibt's auch viele, die sagen, das ist Quatsch. Bitte beschäftigt euch mit dem Thema. Ja? Bitte beschäftigt euch mit dem Thema, weil so ist es. Glaube, der wahre Glaube, das einzige Wahrheit ist die Beziehung zu Jesus und keine Religion oder irgendwie sowas. Die Beziehung zu Jesus Christus. Für ihn zu leben. Es ist schwer, liebe wiedergeborenen Christen. Nee, ich weiß, es ist von Tag zu Tag, wird es auch schwerer teilweise, dann wieder ganz einfach, ja. Aber Religion, das ist nicht von Jesus gewollt. Das ist ein Glaube. Was kannst du zu dem Miro Winger sagen? Was ist das? Ich küsse dein Herz. Wieso machst du so billige Habibi-Müsli-Sprüche? Nerv mich nicht. Ich spreche, wie ich will. So steht das in der Bibel. Sprech zu Gott, wie du bist. Ja. Okay, jetzt hab ich dich verletzt. Das ist der Name von Jesus. Also erstmal würde ich dir wirklich empfehlen, Deutsch zu lernen. Und Jesus hat viele Namen, ja. Das verstehe ich auch deine ganzen Sätze, die du schreibst. Jesus hat viele Namen, ja. Wir kennen ihn unter Yeshua HaMashiach, ja. Wenn du in Mexiko lebst, dann nennst du den Jesus, ja. Wenn du in Amerika lebst, dann nennst du den Jesus Christ, ja. Worauf es ankommt? Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Ja? Und wenn du mir den hier in Nordkoreanisch übersetzt, das juckt mich nicht. Jesus ist Gott und wir wissen, von dem wir reden. Ja? Das ist das Problem. Ihr achtet auf Namen. Ihr achtet auf Außen. Ja? Ihr achtet auf das. Ihr achtet, du siehst so aus. Du hast das an. Du bist so. So. So achtet ihr mal. Das ist euer Fokus. Ihr seid in der Welt. Ja, die Welt gehört dem Teufel, steht in der Bibel. Ihr seid in der Welt. Ihr seid in der Welt vom Teufel die ganze Zeit, ja. Seid in der Welt vom Geiste. Guckt den Leuten in die Seele rein, ja. Und unterhaltet euch mit der Seele. Wow, das ist deep. Jesus ist kein Prophet, Bruder. Jesus ist Gott. Schwester. Also Jesus und Gott die gleiche Person. Safe. Ja, Mann. Aber nicht nur Jesus ist Gott. Jesus ist auch Gott. Wow, das ist deep. Ja, nicht nur das Fleisch, natürlich nicht. Warum sollte denn nur das Fleisch, die fleischliche Version, ja, die ein Wanderprediger ist, nicht nur die ist Gott. Ja, das ist ein Drittel von Gott. Dann gibt es noch den Vater und den Heiligen Geist. Ja, das sind die drei Komponenten. Das alles zusammen, das ist Gott, das ist ein Gott, ja. Ja, wie gesagt, wir haben einen Gott. Was soll ich euch noch dazu sagen? Mein Gott, mein Gott.
Wir haben einen Gott, der setzt sich aus drei Sachen zusammen. Wir beten zu Jesus, ja, im Namen von Jesus, ja, so läuft euer Gebet ab, ja, und dann erreicht ihr auch Gott, ja, wenn ihr durch Jesus betet, ja. Weil Jesus wird euch auch seinem Vater vorstellen, ja. Deswegen macht diese Nächstenliebe, vergibt jedem, ja. Sonst sagt Jesus, guck mal, du hast mit dem gar nicht vergeben, du hast immer noch voll Hass auf den, du willst Rache machen und so. Warum sollte dir mein Vater dir vergeben? Warum sollte mein Vater dir vergeben, wenn du nicht mal Menschen vergeben kannst? Ja? Vergibt allen, das ist ein wichtiger Punkt. Vergibt allen. Ey, ich habe, wisst ihr, wem ich alles vergeben habe? Wisst ihr, wem ich alles vergeben habe? Eben. Manche Sachen kann ich gar nicht erzählen, so ekelhafte Sachen wurden mir angetan. Ja, Bitches, die mich betrogen haben, denen habe ich vergeben. Ja, die habe ich keinen Hass mehr drauf. Und so weiter. Ich erzähle jetzt nicht so viel, aber allen vergeben. Ihr müsst allen vergeben, ja. Dann wird euch vergeben. Das ist deep, weil ihr denkt drüber nach und denkt euch so, fuck, allen vergeben? So, nein, Mann, will ich nicht. Die haben mich auch gefickt. Warum sollte ich jemandem vergeben, der mich gefickt hat? Weil ihr das Gericht nicht machen werdet. Ihr werdet nur gerichtet. Über diese Menschen wird nochmal separat entschieden. Ihr braucht keine Entscheidung treffen. Gott weiß alles. Gott hat das alles gesehen. Halt ihm die andere Backe hin. Genau, ja. Natürlich, man ist viel von seinen Emotionen gesteuert, bin ich auch immer noch und sowas, ne? So, aber wenn euch jemand fickt, dann fickt ihn nicht zurück, sondern vergibt ihm, tut ihm von mir aus noch was Gutes. Weil wer das macht, der gehört zu den stärksten Menschen auf der Welt. Weil das Schwerste ist, was du machen kannst. Wenn dich jemand fickt, du willst ihn ficken. Was ist aber viel schwerer, das ist männlich, ihm zu vergeben. Ja, natürlich lässt du dich nicht zweimal ficken, ja. Aber wenn er dich einmal gefickt hat, du vergibst ihn, ihr beide geht euren Weg, ja. Das ist Stärke. Das ist die Stärke, zu der keiner, zu der die wenigsten Menschen in der Lage sind, diese Stärke in sich erwachen zu lassen. Ja, das ist Stärke. Okay, du sagst, spätestens beim Thema Gewalt in jeglicher Form in der Kindheit ist Vergebung sehr schwer. Helmi sagt einen sehr deepen Punkt. Safe, auf jeden Fall. Da ist Vergebung sehr schwer. Ne? Aber ihr merkt schon, es ist schwer. Ja? Es ist schwer. Ja, das ist aber, Vergebung ist stark, weil es schwer ist. Und guck mal, Jesus, er würde den Leuten sogar vergeben, auch die böse Sachen getan haben, ja, die echt Scheiße gemacht haben, den vergibt er sogar, also vergibt ihn auch, weil entweder ihr kommt in den Himmel oder ihr habt halt wirklich zu sehr reingeschissen, habt irgendwelche Kinder geschlagen oder sonstige Sachen und euch wird wirklich nicht vergeben, weil dann müsst ihr euch denken, ey, warum sollte ich Beef auf ihn hegen, wenn er in die Hölle kommt? Ja? Boah, ey, ich muss auch hart formulieren, aber wenn du als Kind irgendwie, weiß ich nicht, geschlagen wurdest oder so, ich kenne dich ja nicht, ne? Aber ich sag dir ehrlich, falls dein Peiniger da in die Hölle kommt, der erste Tag wird schon schlimmer für ihn als deine ganze Sache, die du da erlebt hast. Deswegen, das gibt uns schon mal mehr Gefühl zu vergeben, weil wir hoffen trotzdem, dass diese Leute, alle Leute in den Himmel kommen, weil die unendliche Hölle, stellt euch das mal vor, ihr könnt es euch eh nicht vorstellen. Stellt euch das mal vor, ihr könnt es euch eh nicht vorstellen. Macht mal. Stellt euch vor, geht eh nicht. Unendlich. Ja. Ich bin 15, meine Mama starb, als ich 11 war. Wie soll ich dann noch an Gott glauben? Versuch nach ihm zu fragen, weil der Teufel kommt mit Tod. Ja. Von Gott kommt Leben. Ja. Der Teufel nimmt Menschen. Ja. Was weiß ich, durch Krankheit oder wodurch sie gestorben ist. Ja. Und das ist eine Methode, deinen Satz höre ich auch ganz oft. Ja, meine Mutter ist gestorben, wie soll ich noch an Gott glauben? Das ist eine Methode von Satan, dich auch nicht an Gott glauben zu lassen. Ich habe hier auch eine regelmäßig im Chat, ihre Mutter hat an Gott geglaubt, sehr gläubig. Dann ist sie gestorben und ihre Tochter hat dann aber nicht mehr an Gott geglaubt. Ja. Tochter hat dann nicht mehr an Gott geglaubt und das war der Plan vom Teufel. Ja. Der richtet Zerstörung an. Der Teufel und seine Dämonen richten Zerstörung an im Leben von Menschen. Und
geben euch dann den Eindruck, dass es hier alles so gottlos ist, dass ich mich nicht daran halten will. Ja, bloß, wir müssen uns in Gedanken halten, wir müssen in der Liebe bleiben und uns ja im Kopf halten, wir kommen in den Himmel, wenn wir wirklich daran glauben. Wir kommen in den Himmel und da gibt es diese Sorgen nicht mehr. Wir vergessen diese Sorgen von dieser Welt. Diese Welt ist nur ein Test, ja. Als ob ihr einen Test in der Schule abgegeben habt, ja. Der wird korrigiert, dann nehmt ihr ihn wieder mit nach Hause, dann werft ihn in eure Papiertonne. So wird es mit diesem Test auch sein. Das hier ist nicht unendlich, das ist nur endlich. Okay. Wenn ich wirklich jemandem vergebe, wünsche ich den Menschen ja auch im Himmel. Also ja, du vergibst ihm für die Dinge, die er dir angetan hat. Also du musst ihm nicht den Himmel wünschen. Ja, so natürlich eigentlich, ich wünsche jedem den Himmel, aber vergib ihm die Dinge, die er dir angetan hat. Es geht ja um euch zwei. Ja, und ob er in den Himmel kommt, das ist ja seine Entscheidung. Wenn er weiter irgendwie schlägt oder wenn er weiter Menschen Schaden zufügt, ja, dann geht er ja dahin. So, deswegen, es geht nicht unbedingt um diese Nachhimmelwünschen, sondern dass du ihm vergibst, dass du diese Tat machst, du ihm vergeben hast, ja, egal wie er darauf antwortet, du hast diese Tat gemacht, ja, und das wird ein Riesenschritt sein, der wird dir Befreiung geben und Gott wird so stolz auf dich sein, Digga. Ja, Gott wird so stolz auf dich sein, weil das machen wirklich die wenigsten Leute, weil das am schwersten ist. Ja, Tarkan, er kommt bald, das wissen wir natürlich nicht, weil das nicht mal die Engel im Himmel wissen, aber die Anzeichen, ne, Naturkatastrophen, ja, dann die Sachen in Maui, dann diese ganzen satanistischen Hollywood-Stars, diese ganzen satanistischen Musikrituale, die da ausgeführt werden auf den Bühnen von Rihanna und Beyoncé und sowas alles, ne? Also die deuten ja schon hart darauf hin, dass hier alles aus den Fugen bricht oder spätestens, wenn wir Drag Queens sehen, die vor Kindern twerken, da lässt sich vermuten, ja, nicht bestätigen, aber da lässt sich vermuten, das Ende ist nah. Deswegen sage ich das auch mal, das Ende ist nah. Ne? Ja, wir sehen ja die Welt und ja, wenn du dir die Welt anguckst mit deiner spirituellen Sicht, dann siehst du wirklich, hier ist Ende bald. Ja, aber das Komplettende, ja, das wird Gott nicht zulassen. Davor wird er noch die Gläubigen holen, ja. Boah, ich freue mich auf den Himmel, no cap. Ich küsse dein Herz, Tarkan. Ich dir auch, Bro. Du hast anders frische Haare. Wie oft wäschst du mit welchem Shampoo? Ich bin ehrlich, Bro. Ich wasche mit Head & Shoulders manchmal. Und sonst mit irgendeinem Standard-Shampoo. Ja, so hin und wieder mache ich Conditioner rein. Habe ich jetzt aber auch länger nicht mehr. Ja, safe. Ich küsse dein Herz. Jesus is King. Jesus is Lord. Yes, sir. Die Juden haben ihren angeblichen Messias bereits gefunden. Wie meinst du das? Wen haben die denn gefunden, die Juden? Prä, 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 prä. Jesus is Lord. Kommt heute noch zu Jesus, ja, um euer Seelenschicksal zu erretten. Ja, genau. Gott ist nicht schuld. Gott ist nicht schuld an den schlimmen Dingen, die auf der Welt passieren. Der Mensch hat diese Entscheidung getroffen, ja, und so ist unsere Welt aufgebaut. Das kann keiner denyen, dass unsere Welt so aufgebaut ist, weil wir dafür Fakten haben. Wenn einer einen Krieg beginnt, dann müssen Unschuldige leiden, ja. Wenn einer eine Sünde macht, ein Krieg ist eine Sünde, ja, dann müssen Unschuldige leiden. Was haben die dann durch den Krieg? Kriegstrauma, ja. Die werden dann verrückt oder so. Die sind dann von Demons besessen. Ja, vielleicht werden sie selber aggressiv, weil sie im Krieg so aggressive Sachen gesehen haben.
Das heißt, eine Sünde breitet sich aus und die breitet sich momentan immer mehr aus, weil wir uns nicht an die Bibel halten, ja. Und wir sind schuld an diesen Entscheidungen, die wir getroffen haben. So dieses Beispiel von gerade, indem wir eine Bombe bauen und die auf ein anderes Land werfen, sind wir schuld daran, okay? Wir sind schuld, weil wir die Bombe gebaut haben. Wir hätten das nicht tun müssen. Wir hätten uns für Frieden entscheiden können. Wir sind schuld. Gott ist nicht schuld. Wir müssen daraus die Konsequenz tragen. Ja? Oh, Anita, ich sehe dich gerade hier drin. Ich würde gerne mal wieder mit dir live gehen. Wir waren lange nicht live. Die Menschen verlassen die gesunde biblische Lehre. Ja, immer weiter, Bro. Ich finde die Argumente auch echt traurig. Ja, weil es ja nicht mehr an die neue Zeit angepasst ist. Sorry, ihr könnt nicht so dumm sein. Wenn ich schon dumm wie Scheiße bin, dann könnt ihr nicht so dumm sein. Es tut mir leid. Wenn man sich von der Wahrheit entfernt, ja, dann ist die neue Wahrheit die Wahrheit. So wie wir das wollen natürlich. Nicht biblisch. Dann kann man sich nicht mehr auf die Bibel verlassen. Ey, sorry, Bro. Das gibt's doch nicht. Es gibt mehrere christliche Gruppierungen. Juckt mich alles nicht, was es für christliche Gruppierungen irgendwas gibt. Es gibt eine Beziehung zu Gott, die gibt es. Mich juckt das alles nicht. Was es für Gruppierungen, was die da mit ihren Kerzenleuchtern, wie die da rumlaufen, macht das, wenn ihr Jesus dadurch praised, ja? Aber geht doch in euer Zimmer mal, ja, da wo euch keiner sieht und betet mal zu Jesus und haltet mal ein Gespräch mit dem. Da juckt mich diese ganzen Gruppierungen ehrlich gesagt nicht. No cap. Also manche von euch sind so sehr im Äußerlichen, das ist echt schon, das ist beängstigend. Ich wünsche euch alles Gute, wirklich, ich bete für euch. So, wir sollen durch Jesus zum Herrn beten und ja, von mir aus sollen wir keine Kreuze tragen. Wir können aber auch Kreuze tragen, ja. Solange wir diesem Kreuz, das Kreuz nicht anbeten, können wir uns auch tragen, weil wir Christen sind. Ja, dann trägst du halt ein Kreuz, wen juckt das? Ja, du musst den Holy Spirit in deinem Herz haben, ja. Du kannst ein Kreuz tragen, kein Holy Spirit in dir haben. Du kannst kein Kreuz tragen und den Holy Spirit in dir tragen. Ich trage kein Kreuz. Ich trage kein Kreuz. Ich habe den Holy Spirit in mir. Ich brauche kein Kreuz, das weiß ich. Ich kann aber ein Kreuz mehr anlegen. Ja? So. Was passiert, wenn ich mit dem Kreuz rausgehe oder mit dem Shirt? Was passiert dann? Leute sehen das. Manche Leute lachen, manche sind abgefuckt. Ja, manche beleidigen dich sogar. Ja, so deep ist es ja. So. Aber was passiert bei manchen? Die lesen den Namen Jesus. Und das ist unser aller Vater. Also wir kennen ihn. Wir wissen, wo wir herkommen unterbewusst. Das heißt, dieser Name hat sehr viel Kraft. Deswegen löst er ja auch so viel Diskussion aus. Ja, er hat sehr viel Kraft. Und dann geht die Person ins Bett, die mich auf der Straße gesehen hat, ja, und denkt vielleicht über Jesus. Denkt vielleicht nur daran, dass ein Typ ein Jesus-Shirt getragen hat. Ja, weil ich persönlich, als ich damals an diesen Jesus-Predigern in der Stadt hergelaufen bin, ja, als ich noch nicht an Jesus geglaubt hatte, ihr kennt das ja, ja. Ich habe geguckt, was haben die gemacht? Wie reden die? Warum wollen die, dass man an Jesus glaubt? Ja, natürlich, das kam mir ein bisschen komisch vor, als ich noch nicht gläubig war. Warum machen die das? Dann, ich habe noch nicht zu Jesus gefunden, ich habe einen in Amsterdam gesehen, ja, Jesus-Prediger. Da habe ich mir so gedacht, ich gehe so in Amsterdam rein und dachte mir so, Alter, ich habe noch nie so einen perfekt platzierten Jesusstand gesehen. Ja, also Amsterdam hat Jesus gebraucht, braucht Jesus immer noch. Ja, deswegen, ihr lest Jesus, ihr habt das im Kopf. Komm, denkt an eure Kindheit zurück. Ihr denkt an einen Typen, der auf der Straße stand mit einem Mikrofon und irgendwas über Jesus erzählt hat. Das hat jeder von uns schon mal erlebt. Jeder. Deswegen, wenn du das trägst, wenn du das sagst, wenn du das redest, dann verbreitet sich das. Weil wenn du Satanic Shit verbreitest und redest, verbreitet sich der doch auch. Ja, wenn Lil Uzi auf der Bühne steht, über Satanic Shit rappt, dann hören die Kinder das, wollen so aussehen, wollen so sein. Okay, wir sehen uns.